Aloha Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Online. Ja, da wollte ich das Spiel starten, unseren Charakter erstellen und zack kam der erste Bluescreen. Ich weiß nicht, was los war, aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt wieder bei uns im Anfängerbildschirm, hab mich natürlich mal eben kurz wieder neu eingeloggt und so weiter und so fort. Und ja, wollen wir doch mal hoffen, dass es jetzt wieder klappt mit unserem Waldelfen Nachtklinge der Stufe 1. Und wir sind noch im Tutorial. Dann wollen wir doch mal Spielen drücken, Verbindungsaufbau. Ja, Charakter wird geladen, Ladebildschirm, wunderbar. Da will ich doch mal hoffen, dass er es jetzt hinkriegt und nicht nochmal abschmiert. Das wäre wirklich eine unschöne Sache. Tamriel war einmal, das glaube ich nicht. Ah, okay. So, wir sind letzten Endes jetzt wirklich dann mal in-game. Okay, natürlich benutzen wir Maus und Tastatur, deswegen können wir uns hier so bewegen. Wie fühlt ihr euch? Könnt ihr euch bewegen? Ich höre Stimmen. Ich weiß natürlich, was Sache ist. Aber ja, ich kann mich bewegen, na klar. So, durch das Abschließen von Quests schreitet die Geschichte eures Charakters voran. Der Fortschritt aktivierter Quest wird blablub. So, durchsucht die Zelle. Das ist erstmal unser Stichwort. Durchsucht die Zelle. Und wir haben natürlich auch selbstverständlich die Ego-Perspektive. So, und die leckeren Radieschen, die werden wir natürlich jetzt mal mitnehmen. Und wir sind ein Gefangener. Uns wurde ja auch die Seele geklaut. So, unser Inventar kenne ich bereits. Lest euch einen Tooltip eben kurz selbst durch. Ich weiß ja ungefähr, wie es schon funktioniert. Wie gesagt. So, und ich würde so sagen, wir gehen mal wieder hier raus, denn wir werden auf jeden Fall die Flasche mitnehmen. So, dann müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier noch? Achso, V-Sync wollte ich eigentlich auch anmachen, aber ich denke mal, die Schlierchen, die seht ihr nicht. Zumindest keine Schlierchen, aber dieses kleine Rumgewackel. Da ist nur ein Fläschchen, ich sehe es, ein Getränk, okay. Das brauchen wir nämlich alles noch, wenn es dann mal dann soweit ist. Aber ich will da aber jetzt nicht zu viel verraten. Wir werden jetzt erstmal in aller Ruhe unsere Zelle durchsuchen. Oder haben wir so ein schickes Lagerfeuer? Ich weiß leider noch nicht, wie wir uns hinsetzen oder so. Oder die ganzen Interaktionen halt nun mal starten. Ich weiß, wir können Sachen plündern, wir können Sachen abbauen, dieses, jenes. Und da haben wir... Na, da ist doch noch so eine Flasche. Oha. Sprecht mit dem Propheten. Dann wollen wir das doch mal tun. Moment, was ist denn da? Käse. Oh, lecker. Ganz langsam. Ihr habt eine echte Tortur hinter euch. Nehmt euch einen Augenblick Zeit, um euch zu sammeln. Was geschieht hier? Wer seid ihr? Wie ihr bin ich ein Gefangener an diesem Ort. Und doch auch so viel mehr. Ich bin sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft. Ich bin die Verzweiflung und die Hoffnung. Das Gespinst, das wir weben, besteht aus vielen feinen Fäden. Ihr könnt nicht darauf hoffen, seine Muster in ihrer Gänze zu erkennen. Noch nicht. Noch nicht, der Prophet, so, so. Und was wollt ihr von mir? Ihr müsst mich retten. Und im Gegenzug muss ich euch retten. Ihr müsst aus dieser Zelle entkommen, euch bewaffnen und euch schützen. Sucht dann nach Lyris Titanenkind. Lyris Titanenkind, wer ist das? Ich verstehe nicht. Auf jeden Fall schon mal die erste Quest hier abgeschlossen. Doch. Wir fliehen. Lasst mich eure Tür öffnen. Ja, bitte, schnell, anscheinend... ihr müsst entkommen, bevor die Wachen zurückkehren. Ja, die Wachen sind anscheinend nicht da. So, mit Umschalten können wir natürlich sprinten. Ja, das werden wir sofort machen. Aber ich will mich doch mal wieder ein bisschen umgucken, denn die Grafik, ich habe sie ja schon mal gesehen, aber ich möchte sie euch auch zeigen, sieht wirklich verdammt gut aus. Und wir können auch wirklich wie in Skyrim natürlich alles durchsuchen und machen und tun. Und wir werden auch gleich auf unsere ersten Mitspieler in diesem MMO stoßen. Aber ich glaube, dass hier... Oh, Moment. Was war da? Bitte, bitte was? Da war irgendwas. Ich hab's genau. Ah, die Jungfrau. Durchsuchen. Okay. Verdorbenes Fell. Nehmen wir natürlich alles mit, ganz klar. Oh, hatte ich die Einstellung nicht drinne? Das glaube ich doch nicht, oder? Warte, da müssen wir nochmal gucken. Haben wir nicht noch irgendwo so eine Jungfrau? Wirklich ein unschönes Ding, so eine Jungfrau. So, durchsuchen. Nee, hat er nicht übernommen. So, Freunde, da müssen wir leider nochmal eben kurz in die Einstellungen. Und zwar in die Steuerung, oder? Nee, Einstellungen, Oberfläche. Und zwar hätte ich doch gerne einmal die Schnellleiste immer anzeigen. Das hat er nämlich jetzt nicht übernommen. Der eigene Charakter hätte ich doch gerne ein. So, Verbündete hätte ich dann auch bitte ein. Das passt alles soweit. Ach, wo war denn nochmal jetzt Tipps im Kampf? Nee, blablub, es ist alles okay. Sozial, es ist auch okay. Ach, Wortfilter, wer braucht das schon? Spielwelt, und zwar... Beute zusammenfassen ist ein. Okay, komisch.
Automatisches Einsammeln. Ein, jawohl. Kopfbedeckung verbergen brauchen wir erstmal nicht. Kampfhinweise können wir nicht umstellen. Gut. So, denn ich habe damit das automatische Plündern eingemacht und unsere Lebensanzeige mal eben kurz erstellt. In dem Sinne halt reingeholt. So, und dann gucken wir uns auch erstmal so ein kleines bisschen. Es gibt Waffen in der Schmiede jenseits dieser Zellen. Bewaffnet euch. Wir müssen uns bewaffnen. Das werden wir auch selbstverständlich tun. Hier haben wir noch so eine eiserne Jungfrau. Achso, die suchen brauchen wir gar nicht mehr. Die ist leer. Wir sammeln ja jetzt automatisch Sachen ein. Eine Zellentür, die wollen wir öffnen. Können wir nicht von dieser Seite aus her öffnen. Gut, dann wollen wir weiter. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir uns bewaffnen? Oh Gott, die Armen. Die werden gedünstet. Oder wurden gedünstet. Sie sind ja nicht mehr unter uns. So, Seelenberaubter. Wir sind auch ein Seelenberaubter, leider. Unsere Seele wurde gestohlen. Seid nicht gierig. Nehmt euch etwas zur Verteidigung. Seid nicht gierig. Wir müssen viele Gefangene ausrüsten. Ja, dann werden wir das auf jeden Fall machen. Wir werden auf jeden Fall schon mal das Schwert hier an uns nehmen. Genauso werden wir das Schild an uns nehmen. Oh, da haben wir noch etwas. Und zwar ein Zweihand-Streitkolben. Den Korb werden wir auch zumachen. Ein Froststab. Okay. Also in dem Sinne Zweihand, Einhänder, Einhandschild. Alles dabei. So, da können wir leider nichts lesen. Schade, schade eigentlich. Guck mal hier, das Fläschchen nehmen wir doch mit. Und dann war es hier eigentlich, ne? Ja, das sieht eigentlich ganz so aus. Den Korb, den werden wir mal eben kurz durchsuchen. Ja, wir sehen leider nicht jetzt, was wir halt nun mal plündern. Aber dafür geht es halt einigermaßen verdammt schnell. Ich hätte aber jetzt gerne noch schon einen Bogen. Ich hatte eigentlich zu Anfang einen Bogen gefunden. So, hier einfach jetzt mal alles eingesammelt. Die ganzen Getränke und die Fläschchen, da können wir alles was mit anfangen. Ja, E-Taste einfach spammen, einfach einen Tisch abgrasen. So, den Käfig auch nochmal eben. So, hier die eiserne Jungfrau noch. So, und dann sind wir eigentlich bereit. So, jetzt gehen wir aber mal ins Inventar, denn wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal das Eisenschwert. Genau, der Kampf. Wir haben nämlich die Möglichkeit für einen leichten Angriff, einen schweren Angriff. Einfach gedrückt halten, linke Maustaste. Wir können natürlich blocken. Und wenn wir blocken und Angriff gleichzeitig in dem Sinne drücken, können wir Spezialattacken verhindern. Und das finde ich auch sehr interessant. Also ein aktives Kampfsystem. So, wir werden auf jeden Fall das Schild dann auch noch mit ausrüsten. Wir werden nicht mit der Zweihand rumlaufen. Denn wir sind letzten Endes auch nun mal eine Nachtklinge. So, ja, wir müssen weiter, ne? Ja. Sieht ganz danach aus. Ein Feind nähert sich. Tötet ihn. Ja, ein Feind nähert sich. Dann wollen wir doch mal. So, aktives Kampfsystem. Oh, Spezialangriff. Boah, da hat er uns doch erwischt. Da waren wir zu langsam. Boah, du fieses Etwas. Und immer weiter drauf. Dich kriegen wir klein. Jawohl. Nicht langsamer werden, Entseelter. Mit der Zeit wird jede nicht getroffene Entscheidung eine Entscheidung. Ja, und das finde ich auch sehr spannend gemacht. Ich habe, wie gesagt, schon mal darüber gelesen auch, ne? Es gibt hier dann auch in den Questen Entscheidungen, die wir treffen können, die dann auch letzten Endes dann auch zählen, ne? Also, wirklich interessant gemacht. So, jetzt wollen wir hier mal weitergehen. Der ist leer. Oh Gott, was ist das denn? Ein Scheiterhaufen oder so, ne? Heieieiei. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Das nehmen wir natürlich mit. Und dann müssen wir weiter. Durch die blutende Schmiede. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Aber ihr seht das so und so, wenn ich was vergessen habe. Ihr seid doch die Zuschauer. Noch ein Feind versperrt den Weg vor uns. Tötet ihn schnell. Oh, ein Bogenschütze. Direkt mal mit Schild hinlaufen. Komm, schieß nochmal. Ja, wir können doch blocken. Na, komm schon. Oh, da müssen wir natürlich ausweichen. Die Möglichkeit haben wir auch. So, und jetzt gibt's erstmal richtig ins Gesicht. So, die starke Attacke. Jawohl. Du hast keine Chance. Oh, hallo. Geht es euch gut? Ja, hallo. Ja, mir geht's gut. Alles wunderbar. Dankeschön. Das ist nämlich schon die gute Lyris. Eine sehr sympathische Frau. Zumindest ein sehr sympathisches Mädel. Die mir auch sehr ans Herz gewachsen ist. Eben in dem Tutorial. Aber nichtsdestotrotz. Wir gehen jetzt mal eben kurz ins Inventar. Wir haben keine neue Waffe, keine neue Rüstung. Schade. Aber wir haben ein Level-Up gehabt. Deswegen jetzt einmal eure Attribute. Eigentlich erklärt es sich ziemlich leicht. Es ist halt nur mal wie in Skyrim üblich. Du hast Magiker in dem Sinne für Magie, Leben und Ausdauer. Ausdauer benutzt du halt für Skills oder andere weitigen Sachen wie Schaden machen, dieses, jenes. Also erhöht im Grunde genommen den Damage. Leben natürlich auch den Widerstand und dass man halt nun mal lange überlebt. Und Magiker ist halt Magiker. Interessiert uns erstmal nicht. Deswegen ein Punkt in Ausdauer erstmal rein. Und dann wollen wir natürlich diese Punkte auch speichern.
Also, und jetzt haben wir nämlich auch die Fertigkeitenpunkte. Mit diesen Fertigkeitenpunkten können wir natürlich unsere Talente freischalten, wie ihr auch unten rechts jetzt gerade so ein bisschen im Hintergrund seht, ne? 1 bis nun mal 5. Und da haben wir noch Q und R. Q wird nicht angezeigt, ist halt ein Schnellslot, denke ich mal. Und R wäre unsere Spezialfähigkeit. So, und das, was ich eigentlich jetzt vorhatte, ist eigentlich... was war das denn nochmal? Das hatte ich doch eigentlich gesehen. Schatten, Auslaugen... Ja, wir werden auf jeden Fall... Was nehmen wir denn? Schatten nicht? Genau, dieses Unfriede werden wir nehmen. Genau, wir verursachen nämlich Magiker, also Magieschaden, und heilen uns dann prozentual 25% des verursachten Schadens. Und das finde ich verdammt stark. Das werden wir auf jeden Fall freischalten. So, und das ist jetzt automatisch auf die 1 gebunden. Wunderbar. Merci. So, und das ist die gute Lyris Titan, Kind. Ihr habt mehr Fleisch an den Knochen als die meisten armen Schweine hier. Und wie ich sehe, habt ihr euch auch schon bewaffnet. Gut. Hoffentlich steckt noch etwas Kampfesmut in euch. Ihr werdet ihn brauchen. Ja, gewiss doch, my lady. Aber wer seid ihr denn? Eine Mitgefangene. Ich heiße Lyris. So, Lyris Titankind, mir wurde gesagt, ich soll nach euch suchen. Was? Wer hat euch gesagt, dass ihr mich suchen sollt? Eine seltsame Gestalt in meiner Zelle. Ach so, eine seltsame Gestalt ist in meiner Zelle erschienen. Ein alter Mann in Lumpen. Der Prophet, Lyris. Der Prophet? Er hat zu euch gesprochen? Was hat er gesagt? Ja, er sagte, unsere Schicksale wären miteinander verwoben. Ha! Das klingt in der Tat nach dem Propheten. Er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen, auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Ja, und ich denke auch, dass das so ist, denn ich höre immer noch seine Stimme in meinem Kopf. Wobei soll ich euch denn helfen, wenn schon unser Schicksal füreinander bestimmt ist? Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Ja, dann werde ich euch helfen. Wir sind wie füreinander geschaffen, Lyris. Dann komm mal mit. Auf geht's. So, ich hoffe, ich übersteuere auch nicht, aber ich habe den Sound eigentlich mal eingestellt. Also die Musik ein bisschen leiser im Hintergrund, schön langsam, leise laufen. Und natürlich, dass ich ein bisschen lauter bin. Aber ich werde mir das auf jeden Fall nur angucken und dann dementsprechend auch dann noch anpassen. So, jetzt geht's erstmal weiter. Wir haben es geschafft. Ja, haben wir das? Och, ich bin aber ziemlich klein, Lyris. Warum bist du denn so riesig, Mensch? Aber ich habe nichts gegen große Frauen. Kommt, die Wächter sind auf den Spitzen dieser Türme. Wir müssen einen Weg nach oben finden. Was sind denn diese Wächter, Lyris? Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Okay, und wie können wir einen vernichten? Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Ja, das denke ich auch. Aber los geht's. Dann wollen wir direkt mal los, oder? So, dann wollen wir uns doch mal umgucken. Da sind wir nämlich jetzt in der offenen Welt. Und ich sehe schon die ersten Spieler, die rumlaufen. So, aber nichtsdestotrotz. Mit M tun wir unsere Karte öffnen. Hier sind wir natürlich Sankura, der helle Pfeil. Und wir haben jetzt einen von zwei Wächter, die wir halt nun mal vernichten können. Und das werden wir selbstverständlich auch tun, aber wir werden uns... Boah, du fieser Halunke, das war richtig mies. Oh, ein Spezialangriff, haben wir nicht aufgepasst, aber gib mir mal dein Leben. So, Auslaugen Rang 2. So ist es nämlich auch, wie man es aus The Elder Scrolls kennt. Wir benutzen die Fähigkeiten und können uns damit letzten Endes verbessern. So, wir werden aber jetzt erstmal alles plündern und mitgehen lassen, was hier so rumliegt. Das ist nämlich so und so der interessanteste Part. So, und da haben wir auch wieder einen. Komm her! Du fieses Etwas. So, dann gibst du mir direkt mal dein Leben wieder. Gott, macht das viel Schaden. So, Rang 3, Einhand mit Schild erreicht. So, auch hier werden wir alles plündern. Wo hatten wir es denn gerade eben? Ich hab's doch gesehen. Genau, da hinten. Na, können wir dich nicht... Nee, das ist kaputt. Okay. So, wir werden natürlich alles mitgehen lassen. So, und da ist wieder einer. Komm her. So, und schön aus der Entfernung. So. Und da ist er nämlich direkt schon am Boden. Ist natürlich sehr spannend, so ein aktives Kampfsystem. Und oh, den habe ich gar nicht übersehen. Boah, und drauf da. So, und das Problem ist, die gehen nämlich am Ende immer hoch. Genau, Lyris, bleibt da doch nicht drin stehen. Sowas tut man doch nicht. So, ich hoffe, dass wir nicht noch weitere Viecher hier gerade haben. Ich möchte nämlich alles in Ruhe mir angucken.
So, da haben wir noch einen Fass, einen Korb. Boah, da ist schon wieder einer. Der hat uns auch gesehen. So, komm her. Viel, ja. Aushalten tun sie natürlich nicht viel. So, die Fässer haben wir alle geplündert. Und wir werden auch gleich auf jeden Fall direkt zu den Wächtern gehen. Bloß gibt es hier ganz viele Utensilien, die wir letzten Endes auch alles brauchen, ne? Zur Herstellung von Essen, Trinken, all so ein Kram. So, und jetzt ist hier erstmal die Frage. Die Frage ist, ich gehe nochmal ins Inventar. Was ist mit meinen Nachrichten? Alles klar, wunderbar. Okay, also ich habe, wie gesagt, die Imperiale Edition. Deswegen auch vielen Dank nochmal an dich, Koma, dass wir das da regeln konnten. Wenn du dieses Video siehst, das weiß ich, dass du es sehen wirst. Nochmal vielen Dank an dich, Daumen hoch. Und ja, die habe ich erstmal meinem ersten Charakter gegeben, weil sonst durfte ich den nämlich nicht löschen. Sonst hätte ich die ganzen Sachen verloren. Die liegen auf der Bank. So viel schon mal vorab. Ich wollte jetzt nur mal gucken, ob da halt nun mal jetzt irgendetwas dabei ist. Aber das scheint wohl wirklich nicht dabei zu sein und wohl auf der Bank zu liegen. Zumindest will ich das hoffen. Denn da sind so ein paar nette Sachen dabei, die ich wirklich nicht missen möchte. So, jetzt müssen wir erstmal weiter gucken. Oh, da haben wir noch einen. Komm mal her. Du ekeliges Vieh. Und jetzt gibst du mir am Ende dein Leben. So. Jawohl, Rang 3. Das ist richtig gut. So, wenn wir nämlich unsere Fähigkeiten nämlich dann immer verstärken, dann wird es auch immer besser. Mehr Damage, mehr Leben, Regeneration. So, jetzt machen wir uns aber direkt mal... Oh Gott, nein, da wurde einer umgebracht. Boah, du böses Etwas. Hahaha, das hättest du wohl gerne. Das hat uns getroffen, das ist mir egal. Ja, und ich nieder. In einem Kampf seid ihr einiges wert. Ja, vielen Dank, Lyris, vielen Dank. Das will ich doch meinen, dass wir im Kampf einiges wert sind. So, komm mal her hier. Schöner Spezialangriff. Haben wir aber gar nicht getroffen, wie es ausschaut. Ja, komm, jetzt rutschen die eins. Oh. Ne, ich glaube, das war gerade wohl irgendwie ein Leck. Kann das sein? Scheint so. So. Magika haben wir auf jeden Fall genug für diesen Angriff. So, und auch hinüber. Ach, hier ist sogar ein Spieler. Das erklärt doch einiges. Dann war es doch gar kein Leck. So, da oben müssen wir mal nicht hoch. Dann gehen wir gemeinsam nach oben, oder? Wer ist denn das hier? Die Arya. Arya. Okay. Ach ja, genau. Wir können sprinten. Da läufst du schon mal vor. Und oh, da ist ein Feind. Hinter dir! Ich helfe dir! So, und Attacke drauf da. Wunderbar. So, da ist noch eine Kiste. Um die kümmere ich mich nämlich dann schon mal. So, und dann können wir nämlich hier dann Kalthafenwächter zerstören. Schnell! Während er geblendet ist, müssen wir zur Zelle des Propheten. Ja, das machen wir doch auch sofort, Lyris. So, da müssen wir auf jeden Fall mal eben fix zur Zelle. Der Gott der Gewalt weiß von eurer Flucht. Eilt euch! Oh, das ist nicht gut. Der Gott der Gewalt weiß von unserer Flucht. Da müssen wir jetzt aber schnell laufen. Oh, da ist wieder ein Feind. Dann komm mal her hier, Feind. So. Und immer schön Attacke drauf da, ne? So, wunderbar. Ja, Zielübung. Apropos Zielübung. Wie sieht's denn aus? Haben wir denn jetzt langsam, aber sicher eine einhändige Axt? Das ist gut. So. Kämpfer mit zwei Einhänder, so wie es normalerweise sein soll. Aber ein Bogen wäre mir lieber. Aber nichtsdestotrotz, machen wir einfach mal weiter. So, auch dir das Leben ausgesaugt. Und dann komm mal her. Sehr schön. So, beidhändiger Kampf erweitert. Zumindest verbessert. Immer drauf da, drauf da, drauf da. Das klappt ja schon richtig gut, muss ich doch ehrlich zugeben. Das gefällt mir, langsam aber sicher. So, Pfeil und Bogen brauchen wir aber letzten Endes dennoch. Und jetzt gehen wir direkt mal hoch zum Propheten. Denn es ist, wie gesagt, ein Prolog und das müsste eigentlich hier sein. Da oben müsste es sein. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir reinkommen. Der gute Prophet, wir müssen ihn retten. Die Tür wird bewacht. So kommen wir nie hinein. Ja, das sehe ich auch. Und hier sind auch wohl Werte Recken hier. Aha. Wen haben wir hier? Cryptic, okay. Die... Verdammt! Die Vernichtung des Wächters muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Vielleicht kann Catwell uns helfen. Wer ist ein Catwell? Catwell ist der älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Catwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor er Tamriel verließ. Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos. Ihr werdet sehen. Na okay, aber wie soll ein Verrückter uns denn irgendwie helfen können? Catwell sieht die Dinge so, wie er sich wünscht, dass sie wären. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Es ist seine Heimat. Und er kennt sie wie seine Westentasche. Meistens ist er unten am Fluss. Gehen wir los und suchen ihn. Ja gut, Lyris. Wenn du das sagst, dann lass uns mal den Catwell suchen.
So, und werte Zockerfreunde, ich hoffe, es hat gefallen. Wie gesagt, es ist noch das Tutorial und gleich kommen wir dann nach dem Tutorial dann in einer großen Stadt. Aber es gehört nochmal zur Geschichte dazu. Und deswegen sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal.